So, Freunde, willkommen zurück bei Zuma. Momentan ist noch alles ruhig. Ich weiß, wir haben die letzte Folge beendet. Da ging hier der Punk ab. Da kam dieses eine Monster oder Roboter, keine Ahnung, was es genau ist, und hat uns verfolgt. Jetzt haben wir allerdings folgendes Problem. Wir haben diesen Hebel, der hier hinter uns ist. Der hat ja bewirkt, dass das Monster dann kommt. Den haben wir ja auch jetzt schon gezogen. Das heißt, das Monster wird definitiv kommen. Aber es wird wahrscheinlich erst kommen, wenn wir da hinten rausgehen. Zumindest hoffe ich das mal. Momentan ist noch alles ruhig. Noch kein Monster da. Was ich aber gemacht habe, ich habe mich so ein bisschen erkundigt. Und eins ist logisch. Wir haben gesehen an dem Terminal, dass wir... Ich bin gerade so ein bisschen am Zögern, weil ich versuche da hinten zu sehen, ob das Monster vielleicht doch schon kommt. Aber ich glaube, es ist noch ruhig. Wir haben da hinten an dem Terminal gesehen, dass wir Strom einschalten müssen für die Kommunikationszentrale. Und dazu müssen wir einen Hebel betätigen. Den haben wir betätigt. Den anderen Hebel, den hätten wir auch betätigen können bei diesem Roboter. Der dachte, er ist ein Mensch. Der hat aber rumgemeckert, deswegen haben wir den Hebel wieder zurückgezogen. Großer Fehler, denn da wäre nämlich kein Monster gekommen und wir hätten Strom gehabt. Wir mussten nämlich nur einen von beiden Hebeln ziehen. Aber jetzt habe ich das gemacht und dann müssen wir jetzt gemeinsam durch. Das heißt, wir müssen jetzt, wir haben den Hebel gezogen, wir müssen jetzt zum Computer zurück. Die Stromzufuhr für die Kommunikationszentrale aktivieren und dann hoch zur Kommunikationszentrale. Und die ist nicht da hinten, die ist da vorne. Irgendwie müssen wir an diesem scheiß Monster vorbei. Ich probiere es mal. So, warte mal. Ich muss mal nochmal was gerade betrachten. 0722, das brauchen wir nämlich, wenn wir auf das Terminal zugreifen wollen, dann brauchen wir diese Nummer. 0722, merken, Kryo, 0722. Ich weiß jetzt schon, ich stehe wieder vor dem Ding gleich und vor lauter Aufregung habe ich es wieder vergessen. 0722, okay. So, und jetzt kommt der kleine Scheißhaufen. Da ist er. Die Frage ist nur, wie kann man den am besten weglocken? Hier hinten hat mir auch keine Möglichkeit, wo man mal eben abhauen kann, ne? Ja, wie machen wir das am besten? Wieso kommt er eigentlich immer genau dahin, wo ich bin? Ne, der haut er ab. Warte, wir müssen auf jeden Fall kriechen. Wir müssen ja seinen Scheinwerfer... Scheint sehen, ne? Wenn er in unsere Richtung kommt. Oh, da ist er auch schon, der Scheinwerferschein. Scheiße. Jetzt geht er in diese andere Richtung da hinten. Es wäre natürlich cool, wenn er in einem dieser Räume verschwindet und mich dann so ein bisschen in Ruhe lässt. Da hinten verschwunden. Lass uns mal ganz schnell an die Kommunikationszentrale gehen. Also so, ich sag schon Kommunikationszentrale, an das Terminal. Vielleicht haben wir ja einen Moment Glück. 0722 war der Code, ne? Scheiße! Nein, doch. So, ich glaube, wir haben den Strom aktiviert. Und das Monster geht in diese Richtung da hinten. Haha, es geht nämlich. Und tschüss, Alter, und tschüss. Wir haben es doch geschafft. Super. Oh yes, und es kehrt wieder Ruhe ein. Ich hoffe, das Monster ist nicht in der Lage, diesen Hebel zu ziehen, weil sonst haben wir nämlich echt ein Problem. Ich muss euch gestehen, ich habe eine Möglichkeit rausgefunden, eine Abspeicherung vorher reinzuladen. Genau das hatte ich vorhin auch gemacht. Und da habe ich dann gesehen, dass die Kommunikationszentrale hier oben ist. Das heißt, ich habe nochmal hier hingespielt, von ungefähr dem Anfang der letzten Folge. Und das war gut. So, es hat er wieder angefangen zu laden, aber egal. Wir schauen uns jetzt erstmal um hier. Was haben wir denn da Schönes? Nordamerika, Atlantischer Ozean, Afrika, Europa.
Du magst ja die weitaus besseren Überlegenschancen haben, aber wir haben die bessere Aussicht. Mit großem Bedauern muss ich Sie darüber informieren, dass das Büro geschlossen wird und Y und Pathos 2 nicht länger unterstützen kann. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen, Ihrer Vorgesetzten Jane Adams und dem Rest des Personals danken. Sie sind wahrlich eine fantastische Gruppe und ich bin mir sicher, dass wir mit Ihnen, egal wo es weitergeht, weiterhin Erfolg haben werden. Nee, warte mal, ich will dahin klicken. So, Update über die Verteidigungsmaßnahmen. Letzte Anstrengungen der globalen Gemeinschaft, die Kollision doch noch zu vermeiden, sind fehlgeschlagen. Pathos 2 sollte alle möglichen Anstrengungen unternehmen, um sich auf das unvermeidbare Beben nach dem Aufschlag vorzubereiten. Das Büro wird geschlossen und alle Anwesenden evakuiert. Ich soll dir von allen hier sagen, dass es eine Ehre war, mit dir und Y zu arbeiten. Gott sei mit dir und viel Glück mit der Apokalypse. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Wir haben hier auf jeden Fall noch einen Schalter. Den will ich aber jetzt noch nicht drücken. Ich habe immer, Entschuldigung, so ein bisschen Angst vor Schaltern. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, für was das hier ist. Na gut, gucken wir mal weiter. Defekte Daten gefunden, Dateien wiederherstellen. Jo. Jersey has evac coming along. We got everything we need to move. But we can't leave the plant without supervision. Adams decided to leave Amy, Asaro and Kalsanka to execute the automatization process. And I bet they're thrilled about it. I just wanted to let you know we're on schedule and I'll talk to you tomorrow. All right, I'll pass on the hold check. Jersey, only going for an evac, am I right? It will do. I wanted to introduce you to Amy and Cal. They'll be doing the talking as soon as I leave for Theta. Say hello. Hey, Theta. Hello. Hey, guys. I'm Peter Strasky, dispatcher at Theta. Just let me know if there's anything I can do to help. I suppose that's it. I'll see you real soon. When we arrive. All right, Johnson. Have a safe trip. Hey. Hello, Theta. Upsilon. What's up? We could really use direct contact with Heather. Site service engineer Wolchek. Direct links are almost impossible to establish. The Lumar relays are basically junk at this point. You can send messages via the comm center, and if you want, I'm pretty much always here, ready to relay anything by hand. I know it's a shitty system, but it's all that works right now. All right, we just have to make do. Catch you later. So, und das Letzte. Hello, Peter, was it? I'm here, what's up? We're getting out. I just want to tell you that I'm going to seal the comm center now, so this is definitely the last you'll hear from us. If we don't show up in the next couple of hours, send in the cavalry. Hang on, what's happening? It's still the same plan, right? Yeah. We'll head for the shuttle and ride it directly to Theta. Okay, good. I'll rally the troops for a welcome party. That I like to hear. Okay. Aber so ganz dahinter kommen wir auf jeden Fall immer noch nicht, was hier eigentlich passiert ist. So, jetzt haben wir in diesem Raum, glaube ich, nur den einzigen Schalter da vorne. Wir können mal gerade schauen, ob wir vielleicht hier noch was lesen können, aber nee, können wir nicht. Wir haben hier nur diese Karte, diese Informationen, die dranhängen. Und sonst war es das wirklich. Da hinten vielleicht noch? Nee, können wir auch nicht lesen. Okay, dann drücken wir jetzt mal diesen schönen Schalter. Lumalink unterbrochen, manuelle Eingabe erforderlich. Keine Ahnung, was soll denn das sein? Ach, wieso gebe ich eigentlich eine 0 ein vorne? Ich will hier Theta. Davon reden sie doch die ganze Zeit. Was kann ich da jetzt abscannen?
Wow. Und jetzt? Na super, und jetzt? Soll ich die alle durchmachen, oder was? Blumenlenk unterbrochen, manuelle Eingabe erforderlich. War es vielleicht doch nicht Täter, keine Ahnung. Komm, wir gucken mal bei den anderen. Mir fällt da momentan nichts ein. Oder haben die irgendwo Informationen vergessen? Habe ich da eben gerade nicht richtig zugehört bei den E-Mails, bei diesen Audio-Logs? Keine Ahnung. Y2201. Y2203. Hey, are you there? I found the dome ceiling. Oh, that's better. Simon, was it? Jared. Simon Jared. Hi, Simon. I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where do you even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pathos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like, staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. This is all so strange. You're telling me. What was that? No! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Simon, come to Lambda. How do I get there? There are shuttle trains connecting all the sites. Find one and come here. I'll wait for you. Na super, und jetzt? Shit, shit, shit. Where should I? Oh, fuck! How is this possible? This is insane! Also eins weiß ich. Wir sind im gleichen Raum und ich kann unter Wasser scheinbar atmen. Wir sollen nach Lambda, ne? Ja, das gefällt mir auch besser auf jeden Fall, als hier runter, nochmal runter zu gehen, wo dieser Roboter haust. Ich habe eben schon befürchtet, wir müssen da schon wieder durch. Aber guck mal, da ist gar kein Hebel mehr dran. Wir können da gar nicht mehr hin. Gott sei Dank. Aber hier ist auf. Das heißt, wir können wahrscheinlich raus. So. Für hier drinnen wird wahrscheinlich alles erledigt sein. Wie kann ich denn... Der läuft ja noch. Wie kann ich denn schwimmen? Hallo? Ich muss mir irgendwie meine Flugschuhe anziehen, oder was? Wie kann ich denn jetzt hier... Ich bin mir fast sicher, dass wir da durch müssen. Oder ist das hier falsche Fährte, oder was? Ach so, da können wir klettern. Yo! Was haben wir denn da für Pickel auf dem Arm, ey? Oh yes. Oh, wir sind mitten im Meer, hä? Also ich gehe mal davon aus, dass es ein großes Meer ist. Jetzt halt die Frage, wo müssen wir hin? Also ich weiß schon, wo wir hin müssen, nach Lambda, aber... Eins ist schon mal ganz gut. Wir können auf jeden Fall... Find the shuttle to Lambda.
Finde einen Schatten nach Lambda, genau. Wir können auf jeden Fall nicht wirklich schwimmen, wir können hier nur laufen. Das heißt, wir müssen hier irgendwo was finden. Das Shuttle nach Lambda. Kannst du mir, wie soll ich mir das vorstellen, dass hier irgendwo eine Bushaltestelle steht oder ist oder was? Da passiert schon mal überhaupt nichts. Da gibt es nichts. So, da ist wieder das Teil. Dann suchen wir halt alles mal systematisch ab, würde ich sagen. Was? Zeppelin Transport. Ja, das ist also hier, das ist hier also die Bushaltestelle. Jetzt fehlt nur der Knopf, wo ich das Shuttle rufen kann. Wenn wir überhaupt richtig sind. Aber ich gehe mal davon aus, wenn da oben steht Transport. Und wir gucken mal weiter in die andere Richtung. Da ist noch so eine Luke. Da geht überhaupt nichts. Ach, wie schön. Ich wollte schon immer mal unter Wasser durch die Gegend laufen. Bisschen aus wie was zum Kommunizieren. Da unter Wasser. Ja, da kommen wir gar nicht hoch hier. Super, ich will aber hoch. Aber gut, der einzige Weg, den es weitergeht, das ist hier hinten, würde ich sagen. Da kommen wir wahrscheinlich auch nicht weiter, aber hier kommen wir weiter. Kann man eigentlich rennen? Ja, wir können unter Wasser sogar rennen. Das ist eine geile Sache. Und er lädt wieder. Vielleicht ist es auch immer nur ein Signal, dass er gerade abspeichert. Guck mal, da wird jetzt sogar das Licht angemacht für uns. Willkommensgruß sozusagen. Was haben wir denn hier für einen Schalter oder für eine Anlage? Auch wieder so ein Sprechteil, ne? Come in, Zeta. You better answer me, Strasky. Come on! Amy, where are you? The fields. I had to leave. Is Carl with you? It all went to hell. Hold on. You got the power automated, right? The plant is safe? We need the power to keep the sites running. Oh, fuck the power! Fuck you, Strasky! The machines killed Carl. Aw, oh, shit. All right, calm down. It'll be okay. Can you get back to Theta? Yeah. I think so. I'll head for the shuttle, the Ox. Good luck, Amy. Rooting for you. Yo, Carl lebt aber noch. Zumindest glaubt er das noch. Glaubt er, dass Carl noch lebt. Auch wenn seine Hände ein bisschen mechanisch aussehen. Was sind das immer für Geräusche hier? Aber Freunde, was soll ich euch sagen? Die Zeit ist leider schon wieder vorbei. Ich gebe mir allerdings mal Mühe, dass ich die nächste Woche vielleicht 2 Folgen hochlade. Wäre doch schon mal ein Anfang, oder? In diesem Sinne, macht's gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja.